Wir sind Collab, das Hochschul-BIM-Team der HFT Stuttgart. Für uns ging es heute gemeinsam in die CAVE im Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation, IAO, in Vaihingen. Dank Günther Wenzel, dem Leiter für Building Culture Innovation am IAO, konnten wir als Studierende heute eine virtuelle Modellbegehung in der dreidimensionalen Illusionswelt erleben und sie dabei mitnehmen. Dabei handelt es sich um eine energieautarke Demonstration Unit, die im Rahmen des Hochschulwettbewerbes Solar Decathlon 21/22 geplant und gebaut wurde. Hi, wir sind Team Collab von der HFT Stuttgart und wir haben das wunderschöne Gebäudemodell, was ihr hinter uns sehen könnt, erstellt. Wir sind einmal Kathleen, hi, ich bin die Architektin in der Gruppe. Und wir zwei Alessia Gruber, Bauingenieur. Und ich, Robin Fuchs, auch Bauingenieurwesen. Und wir haben das Tragwerksmodell erstellt. Wir kamen jetzt gestern frisch von der Baustelle und können uns heute mal angucken, wie unser 3D-Modell tatsächlich im Vergleich zum realen rübergekommen oder rausgekommen ist. Durch eine präzise Anordnung hochauflösender und leistungsstarker Projektoren werden die umlaufenden gläsernen Projektionswände von der gegenüberliegenden Seite angestrahlt. So können die geladenen 3D-Modelldaten und Bildern ohne Probleme in dem Stereo-Projektionsraum wiedergegeben werden. Mithilfe der 3D-Brillen und der verknüpften Motion-Track-Funktion wird jederzeit die perfekte Perspektive für den Betrachter berechnet, was das Eintauchen in die virtuelle Welt absolut macht. Die Raumtouren können dabei im Vergleich zu der normalen VR-Brille nicht nur allein, sondern auch in größeren Gruppen erlebt werden. Wir waren ja letzte Woche dort. Das ist Teil von dem passiven Kühlungssystem und da davor hängt dann die UPV-Fassade, so organisches PV. Was ist besonders an dem organischen PV? In dem sind keine seltenen Erden verbaut, das ist nur so eine Kohlenwasserstoffverbindung, die ganz einfach, muss man sich vorstellen, wie ein Zeitungsdruck, ganz einfach gedruckt wird und auch in allen Formen gedruckt werden kann. Wir haben uns jetzt für die Form entschieden. Man kann aber auch eine Palme oder einen Elefanten drucken, was man lustig ist, so als Architekt auch. Der Grund, warum die so angeordnet ist, wie es angeordnet ist, ist jetzt nicht einfach nur, weil es toll aussieht, sondern das ist tatsächlich eine parametrische Berechnung, die da dahinter steckt, für die perfekte Verschattung. Genau, und hier drüben, wenn man jetzt links nach oben geht, würde man von innen eben ins erste Stockwerk kommen. Vielleicht dann mal rausgehen, oder? Ja, da sieht man so die Terrasse und den Außenbereich. Genau, im Original soll das im Außenbereich eben alles auch bewachsen sein, wenn ich mich da richtig erinnere. Da kommt noch Begrünung dazu. Genau, das heißt die ganze PV-Anlage, da werden so Ranken eingepflanzt. Hier ist der Ausstellungsbereich. Der schönste Bereich von unserem Haus, ja, eigentlich Fall. Der Außenbereich. Wenn man hier steht, das sieht schon immer atemberaubend aus. Man kann es hier sich gut vorstellen, wie das ist. Auch einfach, dass man so draußen steht, aber gleichzeitig so umschlossen ist einfach. Einmal das Architekturmodell, ja. Innenarchitekturmodell, Tragwerksmodell und eben noch die Umgebung. Die jetzt natürlich für die Koordination nicht so relevant ist, aber... Ja, das stimmt. Es lässt sich halt super damit arbeiten. Irgendwie jeder Part baut wirklich auch das, was auch nur das, was relevant ist. Und man setzt es zusammen und hat ein ganzes Gebäude, obwohl man vorher nur an einem Punkt irgendwie gearbeitet hat. Wir sind sehr dankbar, dass wir heute im IAO sind und uns eure Modelle haben anschauen können. Das ist nochmal was ganz anderes, wenn man es wirklich erleben kann und gemeinsam begehen kann. Und es ist natürlich auch total faszinierend zu sehen, wie jeder so seinen eigenen Spot in dem Modell findet, den ihn total anspricht. Und man merkt ganz arg, dass es ganz haptisch und anfassbar wird. Und es hat sich gezeigt, es wäre ganz gut gewesen, vor dem realen Bauen das Gebäude hier auch schon gemeinsam anzuschauen, zu diskutieren und auch die Fehler vielleicht oder die Unstimmigkeiten nicht auf der Baustelle zu lösen, sondern erst digital planen und bauen und dann real bauen. Sehr gut, oder?